Okay, wir sind bei der Todesfabrik. Nach Aachen wird nichts mehr so sein, wie es war. Aber endlich haben wir in Deutschland Fuß gefasst. Das Tor zum Rhein ist offen und es gibt kein Zurück. Für keinen von uns. Drei Heldentaten. Wir versuchen natürlich immer wieder, dass wir die erreichen. Ihr Hauptziel war das verdammte Hotel, nicht irgendwelche Zivilisten. Wer sagte, das sei ein Rettungseinsatz? Wir dachten, die Zeit reicht schon. Soweit ich weiß, hat Turner hier das Sagen, nicht Sie. Gibt er jetzt die Befehle? Nein, Sir, das geht auf mich. Nur auf mich. Wir beide sind schuld. Gut, aber das Letzte, über das ich mir den Kopf zerbrechen sollte, ist, ob zwei meiner besten Männer Befehlen folgen, wenn wir kurz vor der größten Operation des gesamten Kriegs stehen. Denken Sie daran, dies ist die Speerspitze unseres Vormarsches zum Rhein. Wir müssen einen ganzen Wald sichern, damit der Konvoi durchkommt. Von jetzt an akzeptiere ich nur noch Höchstleistung. Machen Sie Ihre ungehorsamen Ärsche abmarschbereit. Drei Wochen sind vergangen. Wir sind jetzt im Hürtgenwald und sichern ihn für den Konvoi zum Rhein. Ich bin nicht stolz darauf, dass ich erst jetzt einen Brief öffne. Wenn's aus ist, wir sind für dich da, Kumpel. Ich hab dich gewarnt. Streber, lass ihn reden. Sie ist schwanger. Wow! Hey! Das ist toll! Sieh an! Daniels wird schon bald zum Daddy. Sie wollte es mir sagen, aber ich war nicht bereit dafür. Okay. Ich hol mir noch einen Kaffee. Kommt schon, ihr Spinner. Lasst ihn durchatmen. Aber ich will keinen Kaffee. Ich denke doch. Ich bin im fünften Monat und habe eine Hoffnung, die man nicht beschreiben kann. Tut mir leid, ich konnte es dir nicht am Tag vor deiner Abreise erzählen. Alle Mann sammeln! Wo ist Daniels? Davis hält eine Rede. Komm schon. Auf dem Weg. Der Hürtgenwald ist düster und nahezu undurchdringbar. Unsere Mission ist das Einnehmen von Hügel 493. Wer den Hügel hält, kontrolliert das Tal. Für unbedeutende Männer mag diese Aufgabe unschaffbar erscheinen. Doch unsere Division hat eine überaus stolze Geschichte. Im Ersten Weltkrieg haben wir als Erste einen deutschen Angriff aufgehalten. Als Erste einen Gegenangriff gestartet. Als Erste den Rhein überquert. Nichts hat uns aufgehalten und nichts wird dies je tun. Lieutenant, sagen Sie ihnen, wofür wir stehen. Keine Mission zu schwer, kein Opfer zu groß. Pflichtbewusst. Ich kann Sie nicht hören. Keine Mission zu schwer, kein Opfer zu groß. Pflichtbewusst. Ganz genau. Bereit machen zum Ausrücken. Die Pflicht zuerst. Zurück ans Werk. Amen, Bruder. Ausrücken in fünf. Über den Hüttenwald kann ich euch auf jeden Fall nur die Doku empfehlen. Sehr, sehr interessant. Mache ich. Vielen Dank. Ihr bewacht das Tal. Liefern Sie die Nahrung. Aus der Küche. Nur das Beste, was? Danke, Kumpel. Wie sieht's aus? Sieh doch selbst. Diese Kanonen lassen nicht nach. Das hört nicht auf. Ich habe gehört, ihr greift sie heute an. Das ist der Plan. Viel Glück da draußen. Danke. Wieso kann ich jetzt hier nicht rennen? Okay, unser Ziel ist die Zerstörung der Artillerie auf dem Hügel, damit wir den Wald halten können. Zuerst stoßen wir zum zweiten Platoon am Fluss, dann rücken wir aus. Ich habe den Widerstand erwartet. Schwere Art. Und wir wechseln schon den ganzen Tag den Besitzer. Da ist er. Davis hat den größten gepanzerten Konvoi zusammengestellt, den es je gab. Wenn sich die Krauts deswegen nicht in die Hose machen, weiß ich auch nicht. Immer noch eine lange Fahrt zum Rhein. Deshalb müssen wir uns immer schon aufhalten. Jungs, kommt schneller. Hey, ja. Ich hätte deine alte Runde zu schaffen. Meine Oma.
kannst. Wie kommen Sie zurecht? Die Schweine greifen uns dauernd an. Die nächste Welle kann jeden Moment kommen. Okay, erstes Platoon, kämpft gegen diesen Jungs. Vorrücken, die Front zurückerobern. Verteidigungslinie einrichten. Die Minen aufnehmen und MGs bereit machen. Sparklich, Huber, zur Brücke vorrücken und Bescheid geben, wenn ihr Bewegung seht. Wir müssen diese Verteidigung stärken. Minen platzieren. Sir, ich dachte, wir greifen die Artillerie auf Hügel 403 an. Nicht ungeschützt lassen. Sollen wir noch Minen hinschmeißen? Wir sind doch nicht für die leichten Aufgaben hier, Private. Seht ihr diese deutschen Panzersperren? Die kommen unsere Panzer niemals durch. Ja, genau darum geht es. So. Kraut, komm durch den Nebel! Boah, ich komme nicht an den hin. Doch. Schnell. Oh, shit. Schmeiß mal hier schnell noch mal ein paar Minen hin. Ich hab dich. Komm zurück. Da ist der nächste hier unten. Halte durch, Kumpel. Wo ist denn der jetzt? Ah, der ist schon weg. Ah, ich gehe lieber hier hin. Gibt's hier kein MG? Oh shit, wo ging ja die? Zerstören sie den Panzer mit was denn? Ist hier eine Panzerfaust? Ah, da. Achso, warte mal, dann könnte ich ja den Ding nehmen. Warte mal, wo ist denn hier der Mörser? Hier vorne. Komm, schmeiß das Ding. Ich glaube, das ging drüber. Passt. Ja, sei vorsichtig da draußen. Du auch. Hoffentlich war es eine gute Idee. Munition habe ich noch. Problem ist natürlich, dass Turner jetzt mit der Munition hier wegläuft. Wie weit ist es bis zum Sammelpunkt, Sir? Es ist nicht mehr weit bis zum Fuß von Hügel 493. Wir müssen nur dem Fluss folgen. Das kann aber eigentlich auch nicht sein. Normalerweise sind doch die, was angezeigt werden, bei mir dabei. Ne. Müssen Sie ausschalten, aber wir sind in der Unterzahl. Festen wir Ihre Flanken. Sie dürfen uns nicht sehen. Patrouille voraus. Ach komm, der Mörser ist doch voll.
eine Granate! Was haben wir denn, die Kanister? Komm, eine können wir noch schmeißen. Ah, jetzt ist der Mörser aufgeladen. Halt, was haben mich jetzt genommen? Granaten. Shit, ich habe den Mörser gar nicht dabei. Turner ist ja dabei, den habe ich aber gerade nicht gesehen. Warte mal, war da ein Medikit? Nee. Shit, da liegt da wirklich kein Medikit rum. Ah, ich könnte mir aber als Zweitwaffe die hier nehmen. Besser wie die Panzerfaust, glaube ich. Oh, jetzt sehe ich nichts mehr. Schnell rennt. Aber ganz ehrlich, in so einem Artilleriefeuer möchte ich eigentlich niemals stecken. Ah, nee, oder? Geschafft haben. Ich kenne dich besser als sonst jemand, daher weiß ich, dass du noch Kraft hast. Du kannst nicht aufgeben. Nicht jetzt oder überhaupt. Paul? Die Deutschen sind gleich hier. Zeig mir, was du drauf hast und steh auf. Ich fürchte, ich schaffe es nicht. Musst du aber, Red. Hazel braucht dich und dein Kind auch. Jetzt steh auf. Okay. Ganz genau. Du warst nie jemand, der aufgibt. Ich glaube an dich, kleiner Bruder. Paul. Paul. Wir sehen uns daheim, kleiner Bruder. Briggs. Gott. Okay, wieder nur die Pistole. Den Sammelpunkt finden. Oh mein Gott. Medikit. Wir gehen jetzt einfach mal hier rüber. Oh, Scheiße! Bleiben Sie im Verborgenen? Genau. Tja, wie gehe ich jetzt hier am Blödsinn? Ich glaube, von hier oben kommt keiner. Natürlich die Frage, wie der jetzt hier läuft. Man
Ah, shit. Na, die haben mich schon entdeckt, oder? Nee. Ja, doch, ich glaube schon. Scheiße. Komm, doch. Perfekt. Geh da rein. Bitte geh jetzt nicht drauf. Komm halt hier rein. Komm rein, ey. Kann mir nicht irgendwie hier die Tür zumachen? Warte mal. Verstanden, Sir. So, wie viel haben wir hier? 28 Schuss. Ja, müssen wir auf jeden Fall ein bisschen sparsam umgehen. Jetzt warte mal, der Turner hat ja eigentlich die Munition. Okay, aber der muss sie erst aufladen. Sieht so runtergekommen aus, um Schutz zu bieten. Wurde vermutlich aufgegeben. Ob sie wohl zurückkommen? Hoffentlich nicht in naher Zukunft. Ah ja, hier kriegen wir Munition. Nein, Sir. Mal hier ein bisschen die Leichen abklappern. So, wie viel haben wir hier? Okay, das macht eigentlich keinen Unterschied. Ich hoffe, unsere Jungs haben Schutz vor der Artillerie gefunden. Wir werden ihnen helfen. Keine Sorge. Da ist der Fluss. Und dann die... Scheiße, von hier oben ist er. Er hat einen von uns. Flanken überprüfen, vielleicht können wir ihn erreichen. Na super. Boah. Jetzt ist er schon tot. Aber komm, das war meine Heldentat. Haben wir es nicht erreicht, schaut er. Eine Granate reinschmeißen. Ja. Hab ihn! Gute Arbeit, Daniel. Rücken auf, zu mir. Der Bereich ist gesichert, aber dieser Soldat hätte nicht sterben müssen. Bewegung. Ja, was soll ich denn machen, Mensch? Ich habe unsere Jungs den Heil erreicht. Schüsse! Scheiß Panzerfäuste schon wieder. Ja, jetzt warte mal, jetzt lass mich doch erstmal bitte hier hinkommen. Verstanden, Sir. Ja, blöd ist, weil ich hier nicht vorbeikomme. Okay, da haben sie eine Granate hingeschmissen, also ich denke mal hier safe.
Shit. Fast wäre ich da gewesen. Verstanden, Sir. Na komm. Zeig dich. Dann hätte ich nachladen auch können. Jetzt sei die Frage, ob ich dann hier an diesem NG vorbeikomme. Wo bist du denn mit der Munition? Ach da. Da oben ist er. Warte mal, habe ich Rauchgranate? Scheiße, den Falschen erschossen. Das war überhaupt nicht so meine Heldentaten hier. Voll für den Arsch. Hey, da ist einer. Wo ist das MG? Ach, Scharfschütze, nicht MG. Na, jetzt. Aber cool, dass wir auch die Fenster einschlagen können. Aber ist hier noch einer? Jetzt warte mal, ich werde jetzt mal die Position ändern, weil ich glaube, da kommen immer wieder welche raus. Jetzt erstmal meine Waffe noch wechseln, ich glaube schon. Scheiße, wo waren jetzt hier meine Waffe? Nein, wo waren das? Ey, kommst denn du jetzt her? Naja, jetzt behalte ich das Scharfschützengewehr, mir wurscht. Noch. Achso, warte mal, Rauchbraxe. Werfe Rauchgranate! Werfe Granate! Rolli und wieder aufgestanden. Warte mal, ich komme jetzt erstmal schnell zu. Ach, der ist außen. Hey, ich habe dir die Granate super da reinbracht. Aus, oh leck, das ist wie einer von mir.
der letzte von ihnen. Gut gemacht. Ich könnte mehr gebrauchen. An der Brücke sammeln, Männer. Jetzt warte mal, ich will jetzt erstmal schnell schauen. Drücken wir zum Sammelpunkt vor. Wegen Medikits. Ne, da gibt's nichts weiter. Warte mal, habe ich mein Scharfschützengewehr noch? Ja. Von wo? Welcher ist denn jetzt Priorität? Ach, okay, ich habe gedacht, da kommen noch mehr. Wir haben sie zurückgeschlagen. Wachsam bleiben. Wir warten auf Pearson und rücken dann zum Sammelpunkt vor. Gib mal Munition, ja. Bitte, Herr Private. Wir halten die Position, bis Pearson kommt und stürmen den Hügel gemeinsam. Vielleicht hat er die Mühle umgangen und ist allein los. Er hat nicht genug Männer. Das hat ihn noch nie aufgehalten. Ich sagte, wir warten hier. Und genau das werden wir tun. Bei allem Respekt, Sir. Was, wenn Skiles recht hat und Pearson vorgegangen ist? Dann ist das mein Problem, Daniels. Ich hab da so ein Bauchgefühl. Wenn ich mich nach Ihrem Bauch richten würde, Private, wären wir immer noch auf dem Boot in der Normandie. Genau. Pearsons Trupp wurde bei Kasserine ausgelöscht, oder? Die Geschichte wiederholt sich. Hoffentlich nicht. Ich will wissen, was wirklich passiert. Ja. Nun, ich traue mich nicht, Turner zu fragen. Aber wenn's dich interessiert... Unsere Mission lautet, die deutsche Artillerie gemeinsam auszuschalten. Aber wenn Pearson eine Möglichkeit sieht, wird er sie nutzen. Der Trupp ist ihm egal. Zwischen Turner und Pearson zieht ein Sturm auf und es wird immer schlimmer. Ja. Also, die anderen zwei haben wir nicht geschafft. Einmal das beim Scharfschützen und einmal das, war das jetzt in der Scheune, wo wir aus Versehen unseren erschossen haben. Tja, ist halt so. Also, wir sind ja jetzt in Verteidigungsstellung. Und ich denke, dass wir jetzt entweder von der Verteidigungsstellung hier weiterziehen oder erstmal verteidigen müssen und dann weiter zum Hügel vorrücken. Werden wir sehen. Alles in der nächsten Folge. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss. So back to what I was saying.